Guten Morgen. Einmal hier natürlich, dass wir uns bei dem tollen Wetter so mit so einem Dunkelsaal muckeln, finde ich schon ein richtiges Commitment. Und natürlich an die Personen, die das an den diversen Orten der Welt online tun. Herzlich willkommen. Ich finde es total schön, diesen Event. Ich habe mich richtig doll drauf gefreut, weil ich das Gefühl habe, dass etwas, was ich so erlebt habe, so ein Missfitting in den letzten Jahren auf einmal etwas wird, was wir strukturell betrachten und diskutieren. Nämlich tatsächlich, welche Rolle haben WissenschaftlerInnen in unserer Gesellschaft, vor allem heute? Und welche Rolle können Institutionen spielen, die dieses Angebot des Antworten für die Fragen der Zeit entwickeln, spielen sollten? Und das ist eben auch dieses Wissenschaftsverständnis, was ich total wichtig finde, immer und immer wieder hochzuhalten. Und ich merke da auch in nachwachsenden Generationen, dass das so ein bisschen mehr Relevanz wieder hervorbringt, nachdem es alles sehr Peer-Review-Publishing, Publish or Perish orientiert gewesen ist. Nämlich sich zwei Fragen immer wieder stellen zu dürfen. Und das ist, was sind die auch in der Gesellschaft gerade anlandenden Fragen der Zeit? Also wo stehen wir heute? Ne? Kontext, Kontext, Kontext. Das sollten wir ja aus der Wissenschaft immer nach vorne bringen. Und die andere dann natürlich, wie können wir die bestmöglichen Antworten finden und uns da auch selbst immer wieder in Frage stellen? Haben wir die Prämissen richtig gemacht? Brauchen wir eine andere Perspektive? Deshalb ist die Transformationsforschung für mich auch so ein dankbares Zuhause gewesen, weil man da davon ausgeht, dass man ein Problem, insbesondere ein persistentes Problem, was ja alle Nachhaltigkeitsprobleme sind, ist, wir haben lange gesagt, wir wollen das mal aufhören mit der Umweltzerstörung, aber irgendwie kriegen wir es nicht so ganz hin. Und da muss man sich ja fragen, warum? Was sind denn die Treiber und die Fahrtabhängigkeiten, die es so schwer machen? Und dann eben nicht hammernagelmäßig, wie wir das gerne immer noch machen, mit einer Brille drauf zu gucken und zu sagen, ich kriege da auch das Problem rein. Und dann mache ich es eben noch ein bisschen effizienter. Ich bin jetzt natürlich bei der Ökonomie gelandet. Und dann wird das schon irgendwann, ohne die Frage zu stellen, warum es denn bisher jeden Effizienzgewinn irgendwann wieder aufgefressen hat in einem Rebound-Effekt. Und ob da vielleicht andere wissenschaftliche Perspektiven eine Idee bieten können, wie man aus diesen Rebound-Effekten aussteigt. Und deshalb ist dieses Wie, welche Fragen stehen im Raum, die großen, auch wenn sie haarig sind, das ist ja auch so eine Erfahrung gewesen, dass man häufig in so eine unbequeme Nervrolle kommt, weil man immer wieder so ein bisschen sagen muss, ja, Politik, das ist jetzt undankbar, so unangenehme Wahrheiten der Konsequenzen unseres Handelns auch immer wieder aufzuzeigen, aber gut, okay, dann machen wir das halt. Das war ja der Moment, als wir Scientists for Future gegründet haben, als die jungen Personen in der Straße, die demonstriert haben für stärkere Klimapolitik, dann gehört haben, sie sollen das bitte mal den Profis überlassen und zurück in die Schule gehen. Sie können ja Ingenieurinnen und Ingenieure werden, die dann in 10, 15 Jahren die neuen Technologien entwickeln. Jetzt wussten die jungen Leute natürlich, dass Schulbank drücken 10, 15 Jahre anfangen, Technologien zu entwickeln, ein bisschen spät ist, weil die ja die Studien gelesen hatten, die aus der Wissenschaft kamen. Und genau deshalb hat dann die Wissenschaft eben zum ersten Mal aus meiner Wahrnehmung heraus wirklich in so großem Stil gesagt, wir mischen uns ein, und zwar direkt in den öffentlichen Diskurs. Und das war etwas Neues, weil du sonst so politische Beratung gemacht hast. Habe ich ja auch im wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderung. Dann schreibt man richtig kluge Papiere. Mit Katharina Zweig haben wir auch zusammengearbeitet im Digitalisierung- und Nachhaltigkeitskontext. Und dann gibst du die ab. Und du merkst ganz doll, entweder gibt es eine Person und mehrere Personen, die mit Herz und Hand und Mund und Füßen sich dafür einsetzen, dass diese Ideen Relevanz bekommen und hingetragen werden und immer wieder vorgetragen werden, oder es bleibt ein nettes Papier in einer Schublade. Und das ist ja diese Ermutigung zu sagen, wie können wir Allianzen schmieden, die das beste Wissen, was wir dann anbieten, zu einem aktuellen Zeitpunkt, auch so an die Orte tragen, dass es dort Relevanz entfaltet und Orientierung bieten kann. Und das ist ja im Grunde genommen die Frage, wie weit können da Universitäten selbst gehen und wie weit wollten wir dann eben neue Allianzen organisieren. Die Third Mission ist ja da ein wichtiges Thema. Ich war auch einmal in dem Auswahlgremium zu innovative Hochschule und fand das toll, wie das immer mehr angefordert und damit ja aber auch salonfähig wird, in einer wissenschaftlichen Karriere durchaus zu überlegen, wie können wir mit der lokalen Gesellschaft dort vor Ort besser zusammenarbeiten, um zu hören, was brauchen die gerade, auch an neuen technologischen Entwicklungen und wie können wir das dann eben gemeinsam auch in die Welt bringen und tragen. Und dabei heißt es natürlich überhaupt nicht zu sagen, dass nicht die wissenschaftliche, rigoros orientierte, klar methodisch definierte, immer wieder auch die Unterscheidung zwischen einer wissenschaftlichen Entwicklung eines Standpunktes und einer blanken Meinung von heute habe ich miese Laune und deshalb will ich das nicht,
durchaus auch immer wieder zu erklären und durchaus mit in die Präsentation von Fakten zu bringen. Das war der andere Punkt, den ich sehr doll gelernt habe in den Talkshows. Wenn eine Zahl gegen eine andere Zahl einfach in Stellung gebracht wird, dann entsteht zunehmend natürlich der Eindruck, ja, jeder fabriziert sich die Zahl, die gerade der eigentlichen oder eigenen Position opportun ist. Und da eben aus diesen Dialogforen, die ja eigentlich keine sind, sondern Attackeforen, immer mal wieder rauszudrehen und zu überlegen, wie können wir es denn eigentlich so präsentieren, dass wir zeigen, warum zwei wissenschaftliche Studien zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen können, ohne dass es schlechte Wissenschaft ist, weil sie einfach andere Auswahlkriterien gewählt haben, weil sie die Fragestellung etwas anders gewählt haben, weil sie andere Variablen reingenommen haben und andere rausgelassen haben. Und da ist natürlich die Ökonomie auch wieder besonders gefragt aus meiner Sicht, weil da unfassbar viele Wertungen drin sind. Und ich fand das toll, auch bei Katharina eben zu hören, diese Wertungen eben immer auch menschlich sind. Und irgendwann sind sie eingebaut und dann können die Maschinen das wunderbar extrapolieren. Aber jemand hat es vorgenommen an einem Zeitpunkt. Und wenn wir uns fragen, wie viel darf es denn kosten, den Planeten kaputt zu machen, dann sollten wir vielleicht wenigstens auch die Risikokalkulationen, die da eingeflossen sind und die Überlegungen, die da eingeflossen sind, mit den Menschen teilen, die dann nur die Zahlen präsentiert bekommen und sagen, ach nö, das ist jetzt echt ein bisschen teuer, ne? Und damit wollte ich anfangen. Ich wollte nochmal anfangen zu sagen, Kontext, Kontext, Kontext und warum die Tales of Tomorrow bitte auch ein bisschen geerdet bleiben sollten. Wenn wir uns nämlich angucken, was jetzt gerade am Sonntag ist Wahl und so anguckt von den Wahlplakaten, ist das sehr interessant. Da sind so Versprechungen, die 0,0 geerdet sind, wo man sagen, was sind das denn für Tales of Tomorrow, die überhaupt nicht mal die Präsent, also die Gegenwart in irgendeiner signifikanten Form wahrnehmen. Da hören wir zum Beispiel einfach nur Wohlstand. Gibt es ein schönes Plakat, da steht nur Wohlstand. Dann fragt man sich, ja, okay, und Wohlstand bedeutet dann, wir machen alles gleich wie vorher, weil diese Form von Wohlstandgenerierung irgendwie funktioniert hat oder vor allem in der Zukunft noch funktionieren kann. Und da sind wir natürlich genau an den Punkten, warum wir auch aus der Forschung aus meiner Sicht viel offensiver noch kommunizieren sollten, dass wir gar nicht nur eine Transformation anbieten, so nice to have, wenn ihr wollt, sondern wir beschreiben ja eine Transformation, die ganze Zeit stattfindet. Und deshalb ist nicht die Frage, ob transformieren oder nicht, sondern hingucken, wie wir aktuell den Planeten transformieren, um Wohlstand zu generieren und ob das in der Zukunft A noch geht und B ein wünschenswertes Ergebnis mit sich bringt. Und dann können wir überlegen, wo wir vielleicht die Art und Weise der Wohlstandsgenerierung anpassen möchten, damit das eventuell unsere Ziele, nämlich A, Inklusion, B, Resilienz und C, menschliches Wohlergehen im Sinne auch Gesundheit, erhalten kann. Und dieses ist eben aus dem Parthadas Gupta Report, Economics of Biodiversity, und der hat es sehr gut, finde ich, mit dieser Klammer auf den Punkt gebracht nochmal. Ja, wir haben unheimlich viel Wohlstand generiert, Produced Capital. Das ist noch nicht das BIP, ne? Das ist nochmal anders, was das misst und nicht. Und gleichzeitig natürlich die Basis, aus der heraus Menschen Ressourcen nehmen, um sie dann in für uns verwertbare Gegenstände und Sachen, die rumstehen oder inzwischen auch digitale Infrastrukturen zu transformieren, also einfach ihre Form zu verändern, haben wir natürlich den Bestand dessen, aus dem wir schöpfen können, entsprechend auch erodiert um 40%. Also das produzierte Kapital zwar verdoppelt, aber das, aus dem wir in Zukunft bauen können, um 40% reduziert. Das heißt, die Idee, man kann da immer mehr wegnehmen, dafür haben wir die Biodiversitätskonvention, die sagen, ha, stopp mal, 30% der Fläche sollten wir nicht anfassen. Darüber reden wir beim Nature Restoration Law, was jetzt gerade wieder gestoppt wurde auf der europäischen Ebene und nochmal nachverhandelt werden soll. Da ging es ja auch darum zu erkennen, dass dadurch, dass wir diese Konversion vorgenommen haben, der Bestand eben nicht mehr die Qualität hat wie vorher und wir deshalb auch nicht unbedingt davon ausgehen können, dass es so weitergeht, wenn wir es nicht anders nutzen. Und das ist die nächste Thematik dann ja auch, das anders nutzen, da eine Technologierevolution für einzusetzen, ist doch super. Aber wieso wir, und das haben wir bei Katharina ja auch gesehen, dahin gucken müssen, in welche Richtung wirkt sie denn, anstatt dass wir Freiheit mit Technologieoffenheit gleichsetzen, ohne zu fragen, was die Wirkung und vor allem auch Trade-offs, Effizienzfragen, gerade bei den E-Autos versus den auch mit Wasserstoff betriebenen Autos, mal eine andere Kategorie einfahren, vielleicht den Energy Return on Invest. Wie teuer ist es denn eigentlich im Energieaufwand, dann eine bestimmte Anzahl von Kilojoule, die wir dann verwerten können, wieder die Transformation von dem, was wir haben, etwas für Menschen Nutzbares, wie ist denn da eigentlich die Bilanz? Und vielleicht sollte man nicht alles offen lassen, sondern erstmal sagen, wenn wir schon den Bestand so erodiert haben, dann nehmen wir doch jetzt vielleicht mal top of the class.
Weil dann können wir auch sehen, wie wir die digitale Disruption und die digitale Innovation genau dafür einsetzen. Das war ja auch ein Ziel der Europäischen Union, in dem Green Deal zu sagen, wir haben noch zwei weitere Vizekommissare und das eine ist Digitalisierung und das zweite war menschliche Lebensbedingungen oder menschliches Wohlergehen. Und genau diese Zusammenschau ist ja etwas, was aus meiner Sicht aus der Politik total relevant ist und was wir natürlich in Forschungsvorhaben auch machen können. Deshalb hatten wir sehr stark diese Kollaboration zwischen denen, die Technologie entwickeln und die, die Ökologie verstehen, weil das gemeinsam im Paradigma ist eigentlich das vernetzte Denken, das komplexe Denken. Deshalb sind die Synergien, von dem, wie ich auf die Welt schaue, eigentlich relativ groß und trotzdem reden die wenig miteinander. Und das Potenzial, die zusammenzubringen und damit auch aus sehr viel linearen Gedanken, wie wir es einfach weitermachen können, auszusteigen, ist eigentlich immens. Und deshalb hoffe ich, dass das weitergeht. Es gab dann ein BMBF-Forschungsprogramm in größerer Signifikanz der Förderung, wirklich zu sagen, Digitalisierung für Digitalisierung willen ist eine ziemlich blöde Idee. Ich weiß, da können einige wahnsinnig viel Geld mit verdienen, aber das Problem ist ja einfach, dass wir nicht hingucken, wie viel wir eigentlich an Kapital kaputt machen, also an Versorgungssicherheit zerstören, wenn wir nicht genau auf diese Konversionsraten gucken. Und das ist natürlich etwas, was über Klima hinausgeht. Im Moment fokussieren wir wieder sehr auf Klima. International diskutieren wir inzwischen die Triple-Krise, also noch die Biodiversität, aber auch Wasser kommt jetzt immer weiter nach vorne. Und das Gute ist ja, wenn man mit der Ökologie und dann den technischen und sozialwissenschaftlichen Lösungen zusammenarbeitet, dann findet man auch Multisolving. Unter Nature-Based Solutions wird das sehr viel diskutiert, warum wir, wenn wir in der Art, wie wir mit Landflächen umgehen und sie regenerieren, dann natürlich auch sowas wie CO2-Speicher aufbauen können und das Wasser wieder besser im Boden halten, die Urbarkeit erhalten, Schatten spenden, Kühlung in die Städte holen können und so weiter. Ist jetzt nicht funky technologisch und meistens nicht so ein super Geschäftsmodell unter den aktuellen ökologischen Bedingungen, aber das ist menschliche Gesundheit auch nicht. Wenn wir gesund sind und die Natur funktioniert, verdient erstmal einfach keiner. Ist ein bisschen doof in unserem aktuellen Fortschrittsparadigma, aber ist eigentlich ein Fortschritt, würde ich sagen. Und wenn man anguckt, wo Wohlstand herkommt, ich liebe es ja immer zu gucken, wo die Begriffe herkommen. Wann war es eine Antwort auf eine Frage einer Zeit? Dann hat sich das im 18., 19. Jahrhundert erst gedreht. So in Richtung 1900, als auch die ganze Ökonomie sich eigentlich von der politischen Ökonomie gelöst hat. Zu dem Zeitpunkt war es noch Wohlergehen, tatsächlich sehr mit Gesundheit konnotiert, weil natürlich das Abwesenheit von Krankheit eine privilegierte Position gewesen ist. Und das heißt, diese Frage von, wann reden wir von Wohlstand, doch bitte an dem Zeitpunkt, wo es Menschen in ihrer Verfasstheit als biologische Wesen, aber auch als psychische und kognitive Wesen, fand ich die Studien zu Mental Wellbeing und dem Impact der Digitalisierung darauf, insbesondere seit der Pandemie, hoch beängstigend, wenn wir uns sagen, was ist eigentlich das psychologische Wohlergehen, was macht das mit uns, wenn wir nicht mehr in die direkte Resonanz kommen, wenn wir Geschwindigkeiten zu hoch machen, wenn wir alles digital vermittelt tun und wenn wir vor allem diese sehr toxischen Umgangsformen normalisieren, die sich da Bahn gebrochen haben in einer nicht direkten Kommunikation, sondern in einer, wo ich die Reaktion und das, was meine Verhalten in anderen auslöst, systematisch ausblenden kann. Das heißt, was ist denn eigentlich, ich fange nochmal mit der Ökologie an, aber ich finde die Parallele mit dem Sozialen immer wieder wichtig zu zeigen, der Great Mindshift, den wir brauchen und warum sind Unis dabei so wahnsinnig wichtig? Ich habe da gerade auch gehört von der Kollegin aus Hamburg, Laura Edinger-Schunz, dass sie sagt, sie tritt jetzt sehr stark an neben dem Footprint, in dem geht es in diesem Zitat nochmal. Ne? The problem with the notion that nature is indestructible is this, it is wrong. Und deshalb ist die ganze Geschichte, wir können uns ja jetzt gerade den Umweltschutz nicht leisten, weil wir müssen den Wohlstand sichern, halt einfach eine komplett falsche Geschichte. Definitiv kein Tale of Tomorrow. Und Swan's Economists in besondere accept that, we are mistaken on this count, it could revolutionize the way in which we calculate economic progress. Und wenn Sie da mit der Wirtschaft reden, ist das genau das Ding, dass es ja immer bankable sein muss, damit ich ein Geschäftsmodell transformieren kann. Das heißt, wie können diese Disziplinen besser sich öffnen, miteinander zusammenwirken, um die dominante Erzählung von morgen und was wir uns leisten können, um das Soziale und Ökologische anzureichern. Den Footprint ernst nehmen, den Handprint, das ist so die Aktivierung, die Agency-Thematik, und dann aber den Brainprint dazu nehmen, das ist der Punkt, den die Kollegin gemacht hat, was bilden wir denn eigentlich aus? Bis zu 3,5% des Bruttoinlandsprodukts in Bildung zu stecken, was uns dann aber weiter eine, ja, ich meine, IT-Ausbildung ohne Ethik anbietet oder eine Ökonomie-Ausbildung ohne Verständnis für Ökologie. Ist ein bisschen fraglich, ob das dann die Bildung ist, mit der wir Agency für die Zukunft entwickeln können.
Das heißt, was ist die Qualität von Bildung und das eben auch, was in den Universitäten angeboten wird, wie macht es uns zu den bestmöglichen Zukunftsseherinnen und Gestalterinnen? Und warum das so ein riesen Transformationstreiber ist, das habe ich in dem Buch Great Mindshift mal rausgearbeitet, weil mir da zwei Dinge aufgefallen waren. Die Nachhaltigkeitstransformationsforschung, ich weiß nicht, ob Dirk Lohbach gleich noch kommt, der ist ja ein großer Vordenker für mich in dem Bereich, hat sehr stark Strukturveränderungen beschrieben. Und die politische Ökonomie, wo ich herkomme, hat sehr stark das Was beschrieben, also die Transformation, das Wie-Veränderung eigentlich stattfindet. Und bei der politischen Ökonomie eben das Was, weil das dominante Paradigma, die dominante Erzählung von morgen eben das Ökonomische ist. Und was dann zusammenfindet, und ich finde das immer wieder sehr hilfreich, das ist diese Multilevel-Perspektive, zu unterscheiden, dass es eben große Trends gibt, die wir kurzfristig nicht direkt beeinflussen werden können. Das müssen wir auch leider akzeptieren. Aber natürlich mitdenken, dass wir gut verstehen, wie sie sich verändern. Das ist die Klimawissenschaft natürlich besonders zu Hause. Und auf der mittleren Ebene sind dann all die Freiheiten vorstrukturierenden Rahmenbedingungen, unter denen wir alle als AkteurInnen unterwegs sind. Also die Rahmenbedingungen aus der Politik, die Marktbedingungen, in denen Wirtschaft stattfindet, aber natürlich auch die sozialen Praktiken, das, was wir normal denken und die Technologie, in welche Richtung sie gerade entwickelt wird, aber natürlich auch, wie wir Entscheidungen treffen, und Wissenschaft ist mit drin, weil sie eben viele dieser Antworten bietet. Und Innovation nach dieser Denke kommt immer sehr stark aus der Nische, sprich neue Pioniere, die was Abweichendes probieren. Und unter bestimmten Bedingungen können sie dann normalisiert werden. Und um die Normalität ringen wir ja gerade. Es ist normal, jetzt doch noch mal zu stabilisieren in den Fossilen, oder sollten wir jetzt ganz schnell dafür sorgen, dass die Pioniere der Erneuerbaren nach vorne kommen? Und was dabei so wichtig ist, aus meiner Sicht, ist die Agency-Frage, nämlich wer argumentiert das, mit welchen Informationen und manchmal eben auch Interessen. Und das ist natürlich genau die Rolle, von der ich am Anfang sprach. Wie können wir auch zeigen, wo mentale Infrastrukturen im Grunde genommen verhindern, das Wünschenswerte zu sehen? Wie kommen wir raus, dass eine dominante Lesart der Welt uns eine realistische Zukunftsbeschreibung zwar anbietet, die aber eigentlich keine wünschenswerten Ergebnisse mehr bieten kann? Und dieses Plausibilisieren, wenn man sich die Zukunftsforschung anguckt, gibt es ja die wünschenswerten Zukünfte, die realistischen, wenn ich Trends extrapoliere. Und dann gibt es das Plausibilisieren in der Mitte. Und da sind wir doch super aufgehoben. Backcasting ist eine typische Methode. Ne? Wie kommen wir an das Wünschenswerte wieder näher ran? Und zu dem Punkt normative Wissenschaft diskutieren wir gleich. Und wie kann man dann eben die einzelnen Interventionen finden, die diese Pfade, die uns normalerweise in eine andere Richtung schieben, brechen kann? Das ist ja der Innovationsimpuls. Und deshalb ist es so wichtig, aus meiner Sicht nicht nur das Kaskadieren, das Diffundieren und sowas anzugucken, sondern, was ich am Anfang beschrieben habe, wie wir alle eine Rolle darin haben, dass dieser Mindshift stattfinden kann, indem wir uns einbringen, indem wir kommunizieren, indem wir tatsächlich als AkteurInnen der Wissensschaffen oder des Wissensschaffen im 21. Jahrhundert uns verstehen. Jetzt habe ich kurzen Ausblick, dass wir dann diskutieren können, gemacht, was aus meiner Sicht da relevante Punkte sind. Filters Against Folly ist ein Buch von Gerald Hardin, das ich empfohlen bekommen habe, als ich in der Balaton Group mal rumgeschickt habe, das sind ja alles so System Thinker. Was ist denn eigentlich über Paradigmenwechsel mal schlau geschrieben worden? Und ich fand das sehr klug, weil er das so ganz praktikabel auf die Anwendung orientiert hat. Er hat gesagt, wir müssen ja immer wieder sowohl diejenigen, die modellieren, die Zahlen generieren, als auch die, die beschreiben, also eher die Sozialwissenschaften, so zusammenbringen, dass sie gegenseitig merken, dass sie unterschiedliche Formen der Wissensangebote generieren. Also Zahlen sind ja viel für Verhältnismäßigkeiten, für Geschwindigkeiten, über Veränderungen etc. gute Indikatoren, mit denen wir so etwas messbar machen können. Aber sie sind eben bedingt dafür dazu in der Lage, auch andere Formen der Wirkung, zwischenmenschliche Wirkung beispielsweise, so zu beschreiben, dass sie sinnhaft die Sachen einordnen können. Also Trends als wünschenswert, begründet, wie wir es eben hatten, zu argumentieren. Und da sind natürlich die Sozialwissenschaften relevant mit den Erzählungen, die sie anbieten. Und den eingebauten Wertungen gilt es in beiden auf die Spur zu kommen. Aber beide auch zu kombinieren, wenn wir eben wünschenswerte Veränderungen und die Treiber dieser Veränderungen begreifen wollen. Und dass der nächste Effekt ist, das ist die systemische Paradigma, das ist auch sehr anders als dieses lineare Denken. Zu sagen, es ist jetzt nicht immer ein linearer, sondern häufig ein plötzlich exponentieller Trend und es gibt Kipppunkte. Und wir sollten immer davon ausgehen, dass eine Lösung von heute das Problem von morgen wird, weil sich Gesellschaften ja verändern, sie sind komplexe Systeme. Und dann kann ich auch viel easier loslassen. Dann weiß ich, ein Paradigma wird eine Zeit lang super hilfreich sein und dann sollte ich davon ausgehen, dass ich es erweitern muss.
Das haben wir aber kulturell nicht eingebaut, weder in der Gesellschaft noch in der Wissenschaft. Wir dann sehr lange an dem, das ist mein Glasperlenspiel, und das habe ich schon immer gesagt, das war mein Hammer, und an dem halte ich so lange fest, wie es irgendwie geht, gegen jede Debatte darüber, ob es jetzt intellektuell noch wirklich aussagekräftig ist, anstatt zu sagen, es ist eine Größe, insbesondere im universitären, im intellektuellen, im suchenden Raum, frühzeitig zu gucken, ha, muss ich vielleicht nochmal fluidisieren, muss ich vielleicht mal öffnen in der Art, wie ich die Welt beschreibe, weil sie sich halt einfach verändert hat. Das hat ja nichts mit meiner Dummheit zu tun, sondern ist ja toll, wir lernen dazu, weil sich die Welt verändert, immer zu beobachten, was ist es denn und was wollen wir jetzt reinnehmen, damit wir die sinnvollen Antworten bekommen können. Ich mache das an drei Beispielen kurz klar, warum das richtig wichtig ist, in den Zahlen einmal und in den Erzählungen. Das ist The Natural Wealth of Nations, wie es jetzt aus der Weltbank gekommen ist. Das ist das klassische ökonomische Paradigma, die rechnen, wie viel Geld eingenommen wurde in der Nutzung des ökologischen Kapitals in Ländern. Und wenn das positiv war, dann haben sie ja gut den Natural Wealth benutzt. Das Problem ist natürlich, dass wieder keinerlei Aussage über den Bestand getroffen wird. Das macht dann eine andere Perspektive, nämlich die naturwissenschaftliche, die sagt, jo, also degradiert ist das alles ziemlich weitgehend. Das heißt, davon auszugehen, dass so viel Tourismus noch attraktiv, die Gegenden attraktiv finden wird wie in der Zukunft, dass das hier noch so aussieht wie in der Zukunft, dass die lokale Versorgungssicherheit geregelt ist, das ist gar nicht unbedingt gegeben. Ich setze eine Linse ein, komme zu einem Befund, ich setze eine andere ein, komme zu einem ganz anderen. Bei Tales of Tomorrow sind die Bestände sehr wichtig, weil sonst extrapolieren wir ohne Befund. Beim Kommunizieren. Wir merken ja dieses 3V, Verzicht, Verbot, Verlust, gegen das wir immer anreden müssen. Und dann soll man argumentieren unter den Benchmarks und den Ideen der Gegenwart, warum die Veränderung trotzdem irgendwie akzeptabel ist. Dabei geht es ja darum, dass jetzt Beispiel aus dem Green Deal, zu sagen, was gewinnen wir denn dazu? Also in die Zukunft zu denken und zu kommunizieren. Es geht ja um frische Luft, frisches Wasser. Es geht um wirklich andere Formen der Infrastruktur, auch Städte, in denen die Hitze nicht so schlimm ist. Es geht um guten, verlässlichen öffentlichen Nahverkehr. Und dann kann ich mir ein nachhaltiges Leben ja auch weniger anstrengend vorstellen. Aber im Moment ist unsere Vorstellungskraft so in der aktuellen Infrastruktur gebunden, dass es unfassbar mühsam erscheint, nachhaltige Lebensstile zu pflegen, was es heute auch ist. Aber es muss ja ein Teil des Futuring, des Tales of Tomorrow sein, die neue Infrastruktur, in der wir leben werden, mitzukommunizieren. Und deshalb ist Imagination wichtig. Wir haben viele Kooperationen inzwischen zwischen Wissenschaft und Kultur oder Wissenschaft und Film. Wissenschaft jetzt eben mit den neuen Medien auch Simulation. Also dass wir uns einfach in diese anderen Welten reinbegeben können und dann vielleicht auch zu einer anderen Vorstellung davon kommen, warum das gar nicht so lebensqualitätsarm sein muss. Das systemische Denken, ich habe es erwähnt, dass wir nicht nur auf einen Ertrag schauen, wie in der Landwirtschaft beispielsweise, mit den 10 Billionen, die an Umsatz gemacht werden, das ist jetzt eine Rechnung von Systemic, auf dem globalen Ernährungssystem und dann wird so der Umsatz mit 10 Billionen angesetzt, aber da werden natürlich nur die verkauften Produkte bilanziert und Sie haben sich die Mühe gemacht zu sagen, was sind denn eigentlich an Kosten aufgelaufen, sowohl in Bezug auf Gesundheit als auch auf die Umwelt, als auch auf das Soziale und Ökonomische. Und wenn wir diese Bestandserosion mit reinrechnen, haben wir eigentlich Kosten von 12 Billionen. Das heißt, wir haben ein Lose-Lose-Lose-System. Und sagen dann noch, wenn wir das verändern, ist das aber Verzicht und Verbot. Und deshalb müssen wir helfen, zu sortieren, mit welchen Blicken auf die Welt wir das Wünschenswerte und auch Plausible einordnen. Und das Muster dieser dynamischen Trends ist deshalb für mich sehr wichtig, auch immer mit zu kommunizieren, dass jetzt diese transformative Innovationsperspektive mit den 3 Horizons, die in der Transformationsforschung mal bei den Konferenzen gewesen ist, haben das bestimmt schon mal gesehen. Das kommt vom International Futures Forum. Bill Sharp hat das entwickelt, um uns auch zu zeigen, warum wir unterschiedliche Blicke auch auf die Art und Weise, wie wir Veränderungen beschreiben, also nicht nur was wir sehen, sondern wie wir sehen, zusammenbringen sollten. Das erste ist so dieses Business as usual verliert an Zweckmäßigkeit. Das ist so die Ingenieursperspektive, die genau weiß, wie das aktuelle System funktioniert. Die muss dringend konsultiert werden, um zu gucken, wie doll kann ich denn ziehen und intervenieren, damit es nicht zusammenbricht. Weil wir wollen ja Übergänge, die möglichst smooth laufen. Die dritte Perspektive, das Grüne, ist so das Visionäre, die wirklich in die Imagination gehen und beschreiben, wie das gehen könnte, wie das aussehen könnte. Und das ist zentral. Als ich das Buch Wir können auch anders rausgegeben habe, 22, waren die großen Fragen der Journalisten nur, wie können Sie eigentlich behaupten, dass wir noch anders können? Wir machen es doch einfach nicht. Da habe ich gesagt, wenn wir aufhören aus der Wissenschaft,
die Räume zu beschreiben, die auch möglich wären zu betreten, weil wir die wünschenswerten Zukunft und die Plausibilisierung dahin aufgeben und uns in den Realismus vergraben, dann haben wir nicht unseren Beitrag geleistet, weil wir den Optionenraum künstlich schrumpfen. Und wenn es eine Abteilung in unserer Gesellschaft gibt, die das machen sollte, neben der Fiktion, dann ist es doch die Wissenschaft, zumindest zu sagen, es gibt keine weder ökonomischen noch technologischen noch sozialwissenschaftlichen Einwände, warum wir es nicht anders könnten, ob wir die Entscheidung treffen, ob Macht und Interessen sich dahin orientieren, ob die Kommunikation gelingt. Das ist zweitgelagert. Wenn wir es nicht mal mehr beschreiben dürfen, dann sind keine Räume da, in die wir eintreten könnten. Und das Eintreten ist dann natürlich der mittlere Teil, diese schrittweise Innovation, der unternehmerische Blick darauf, was kann ich denn heute anders machen, um einen Schritt in die wünschenswerte Zukunft zu kommen. Und deshalb abschließend Zukunftsbildung. Wir haben das in dem besagten Gutachten versucht zusammenzubringen mit Digitalisierung und Nachhaltigkeit, diese Kompetenzorientierung mit reinzubringen in den Lehrplan. Transformationskompetenz, Nachhaltigkeitskompetenz, Antizipationskompetenz, ich war viel in dieser Vorausschau unterwegs, und natürlich IKT-Kompetenz, weil es der größte disruptive Treiber neben den ökonomischen Kalkulationen ist. Und dann diese Multiperspektivität als Qualität an sich, aber auch diese Form, wie kann ich agieren? Wie finde ich meine Rolle? Wie finde ich die Grenzen dieser Rolle? Und welche Form von zusätzlicher Bildung neben dem Fachlichen brauche ich, um eher gerecht zu werden? Weil sie eben auch nicht immer einfach ist. Dann Wissen schaffen. Ich habe jetzt 4 unterschiedliche Kategorien gemacht, wo ich finde, dass wir sie uns nehmen dürfen. Ich bin eine Zeit lang ja auch sehr angegangen worden, ob das jetzt noch wissenschaftlich ist, was ich mache, oder warum ich mich überhaupt noch wissenschaftlich oder Wissenschaftlerin nennen darf, wenn ich nicht mehr Peer Review Publisher. Aber ich habe ja basierend auf Peer Review Publishing Erkenntnissen und vor allem von Kolleginnen und Kollegen in diesem Raum versucht, es einfach nochmal anders zu formulieren und in den Raum zu bringen. Es war ja deshalb nicht wissenschaftlich attackiert worden, sondern es war, darf die das, was im Raum stand. Und ich glaube, dass es deshalb zentral ist, und ich empfehle da immer auch vielen das Buch von Jürgen Renn, der Science in the Era of the Anthropocene geschrieben hat, der wirklich einfach wissenschaftsgeschichtlich reingegangen ist. Welche unterschiedlichen Rollen haben wir und warum müssen wir diese Frage uns stellen und auch fragen, wer uns eigentlich verbieten will, uns in der Form einzumischen? Weil wir einmal sind wir diejenigen, die auch in der Gesellschaft hören, was sind die Fragen, ne? Codifiers. Dann werden aus Leuchttürmen Muster. Dann kann ich sagen, es gibt mehrere Initiativen, die etwas Ähnliches probieren. Es ist nicht nur eine Spinnerte da draußen im Ruhrpott. Und dann kommt eine Bewegung rein. Dann aber sind wir natürlich als Service Provider. Ein politisches Ziel zu erreichen und das nach bestem Wissen zu tun, heißt natürlich, ich gebe das Ziel vor und dann machen wir die Reports, wie es gehen könnte. Das sind die ganzen Fahrtberechnungen. Dann aber eben als diese Erklärbären, ne, in den Talkshows. Sie versuchen wirklich zu sagen, was ist da die wissenschaftliche Perspektive und wo hat sie auch ihre Grenzen. Aber sie ist etwas anderes als Meinung. Und dann eben dieses Evidence-Based Storytelling, die Tales of Tomorrow, möglichst attraktiv und illustrativ machen, aber zu sagen, die haben immer eine klare Base. Und das unterscheidet sie dann eben auch von PR-Talk. Und ich glaube, dass diese Form von uns als AkteurInnen in einer wirklich hart umkämpften Zeit, sich gewahr zu werden, was da gerade alles dran ist, weil Transformation viel damit zu tun hat, dieses Sterbende auch ein Stück weit loszulassen, immer wieder auch zu überlegen, welcher Beitrag ist dabei wichtig. Und Meaning, also wirklich zu gucken, worum geht es eigentlich, worüber sprechen wir eigentlich, ist ganz oft aus meiner Sicht eine Zutat, die in sehr verkämpften Diskussionsrunden erstmal wieder ein gemeinsames Verständnis anbieten kann. Und da sind wir, die wir unterschiedliche Perspektiven gelernt haben, in den Blick zu nehmen, ganz oft wichtige ÜbersetzerInnen. Dann die Dekonstruktion habe ich erwähnt, ne? Wirklich zu fragen, passen diese Zahlen und Erzählungen noch in die heutige Zeit? Sie waren super für einen anderen Kontext oder für eine andere Zeit, aber heute sind sie das noch. Neue anzubieten, noch kreativ reinzugehen, politisieren, wirklich auch zeigen, wo welche Zahlen vielleicht wie finanziert auch zustande gekommen sind. Und da müssen wir aufpassen, weil momentan shiftet es in die Richtung, wird auch bewusst so inszeniert, dass alles, was regierungsfinanziert ist, zunehmend misstraut wird. Das Edelmann Trust Barometer war da nicht besonders ermutigend. Wie können wir selbst da nochmal klar machen, dass eine Verlängerung des Regierungsarms mit Sicherheit ein Narrativ ist, was wir ganz bewusst angehen müssen. Weil öffentlich gefördert war bisher immer möglichst unabhängig. Und wenn das kippt, haben wir ein Riesenproblem. Illustrate, ne? Das anfassbar machen, vorstellbar machen, auch erlauben, kreativ zu sein. Und integrate, wie können wir eigentlich die Verbindung für den nächstmöglichen Schritt suchen, anstatt nur gegeneinander anzutreten. Und ich glaube, das ist eine Mega-Rolle für Unis und ich bin total froh, dass wir die heute hier so offen diskutieren können. Vielen Dank.
Vielen Dank, Maja Köpel. Wir haben gleich, ich glaube, fast noch eine halbe Stunde Zeit, mit dir zu diskutieren. Dafür freuen wir uns natürlich über viele Fragen im Chat, also schreib viel in den Chat. Wir bauen hier kurz um für gerade mal wahrscheinlich 60 Sekunden, holen uns noch einen Stuhl dazu. Nicht wundern, es kann sein, dass der Stream kurz für einen Moment schwarz wird, weil wir versuchen, nochmal kurz neu aufzusetzen, vielleicht den Ton retten können. Drückt uns die Daumen, also wundert euch nicht, falls die, die digital dabei sind, mal kurz nicht sehen. Das dauert nur ein paar Sekunden, während wir hier die Bühne neu aufbauen. Mehr Farbe in die Mitte. So, ich schaue mal in die Technik. Sind wir schon soweit, mit dem Talk zu starten? Ich sehe einen Daumen nach oben. Wunderbar, dann legen wir los. Es sind schon unglaublich viele Fragen da, aber da wir auch immer eine Minute Verzögerung im Stream haben, gebe ich mir noch ein bisschen Zeit, Fragen zu sammeln und starte vielleicht mit meiner eigenen Frage. Es braucht ja durchaus Mut, diesen Diskurs zu starten, das Forum zu eröffnen. Und du hast auch geschrieben, politisiert die Themen. Ich glaube, wovor ich Angst hätte, ist, dass man nicht nur politisiert, sondern auch ganz schnell dann im Parteipolitischen landet. Weil immer, wenn man diese Themen angeht, hat man das Gefühl, es wird sofort auf eine parteipolitische Ebene gezogen und dann hat man eine Stimme und fünf gegen sich, egal welche Meinung man da vertritt. Also wie schafft man das aus diesem Parteipolitischen rauszuholen und eher wertebasiert zu diskutieren? Ja, das erinnert mich an die Diskussion, die ich mit vielen jetzt tagespolitischen JournalistInnen auch hatte. Also die haben zu der Zeit, als wir mit den Scientists for Future viel draußen waren, in den Artikeln zwar sehr wohlwollend, dass wir das jetzt machen, aber gleich, oh, aber die Vorschläge, die sie erzählen, werden bei CDU und FDP auf Widerstand stoßen, wo ich gesagt habe, könnt ihr das mal lassen? Also was soll denn das? Wieso nehmt ihr denn vorweg, dass eine konservative Partei sich nicht über das Erhalten der Lebensgrundlagen definieren darf? Also warum nehmt ihr das gleich raus? Ne, dass im Grunde genommen wir ja die ganze Zeit uns bemühen, zu sagen, es ist aus der Wertperspektive und den Werten, die wir erhalten wollen, etwas, wo ja jede Partei eigentlich problemlos auch eine Möglichkeit findet, das mit ihrer DNA zu verknüpfen. Es ist freiheitssichernd, es ist hochkonservativ, es hat unfassbare soziale Themen eingebaut in den Verteilungsfragen und Grün ist halt für den Schutz der Umwelt gleich angetreten. Aber es ist wirklich eigentlich kein Problem. Und deshalb ist die Art, wie Journalismus als eine Vermittlung dann dazwischen wirkt, eine, die wir auch zum Teil thematisiert haben mit Workshops etc. Und natürlich auch die Talkshowitis, wo alles immer so aufeinander angesetzt ist, auch gleich zu sagen, aber wenn Sie das sagen, wie können Sie das denn überhaupt bei sich im Parteiprogramm? Und wir haben viel, glaube ich, das Bedürfnis und den Bedarf auch zu fragen, welche neuen Formate brauchen wir? Also welche Skills braucht man da vielleicht als WissenschaftlerIn oder als Forschende, wenn man sich diesen Schritt traut, den Diskurs zu öffnen? Ich weiß zum Beispiel, Right-Based und Science und Morning Common haben ja so 6 Phänotypen, die eben beschreiben, wie wir wertebasiert argumentieren können, ohne eben in das Parteipolitische zu kommen. Also braucht es da erstmal so ein sich wappnen mit guten Kommunikationsskills? Ja, ich glaube, wir sollten vielleicht mal ein Handbuch darüber schreiben. Was sind die typischen Fallstricke, wenn man da reinläuft? Ne? Also das ist einmal dieses Politisieren, einmal dieses Personalisieren. Das war ja auch eine Zeit lang, du kannst dich gar nicht dagegen wehren, dass du auf einmal so immer wieder reingezogen wirst und dann wirst du ja auch ein dankenswerter Kopf, den man mal attackieren kann, anstatt dass die Inhalte weiter diskutiert werden. Und dann wird für bestimmte Dinge, die du tust, quasi die Kredibilität der Inhalte, die du transportierst, angegangen. Und das zu wissen, wie diese Spiele laufen und wie man sich da besser darauf vorbereiten kann, ich glaube, das wäre zum Beispiel ein sehr spannendes Seminarprogramm, was man eventuell nochmal ausweiten könnte. Und die andere Thematik ist natürlich, dass das viel auch mit Homöostase zu tun hat. Also wie kann ich da sitzen, wie kann ich das aushalten, wie kann ich auch erstmal hören, das hilft mir sehr, also wenn die Attacken kommen, erstmal zu gucken, okay, wo kommen die jetzt gerade her, wie kann ich das verstehen, wie kann ich das einordnen, wie kann ich vielleicht, das hat mir oft geholfen, auf einer Metaebene erstmal beschreiben, was hier stattfindet. Also gar nicht direkt in die Antwort zu gehen, sondern erstmal das Muster zu beschreiben, was jetzt gerade Sie versuchen mir zu unterstellen, ich habe, ohne eine Referenz anzubieten oder es geht nicht darum, irgendwie Schuld zuzuweisen. Wir sind ja auf einer ganz anderen Thematik, wo wir erstmal genau hingucken wollen. Also, dass man versucht, für sich die Kompetenz zu entwickeln, auch die Mechanismen beschreiben zu können. Also sie auszuhalten, die Ruhe zu bewahren, aber auch zu benennen, bevor man in diese Rechtfertigungsnotwendigkeit dann reinrutscht.
Und das braucht eine Zeit lang auch Übung, glaube ich. Also am Anfang war es eine Katastrophe und fürchterlich. Und ich habe wirklich viele Tage auch gedacht, boah, willst du das weitermachen? Das ist echt der blanke Horror. Und gleichzeitig kommen dann von außen, die will nur im Rampenlicht stehen. Die finden das super, eine Promi geworden zu sein. Ich denke so, be my Promi, ey. Guck dir mal meinen Inbox an, aber nur einen Tag, das ist echt schön. Vielleicht hat ja sogar jemand zugehört in der UF-Community und fühlt sich angesprochen, dieses Seminar zu entwickeln oder an ihrer Uni mal anzugehen. Das klingt nach einem sehr, sehr guten Vorhaben. Bevor wir hier weitermachen, kurz eine Bitte. Ich schaue mal kurz rüber. Sebastian, da läuft er. Magst du mir helfen und die Kommentare im Chat, die Fragen sind, in Q&A rüberschieben, weil wir haben einerseits immer noch technische Fragen, andererseits inhaltliche, dann habe ich den besseren Überblick. Aber ich habe schon so viel mitgenommen, dass gab viele Kommentare auch zu dem Thema interdisziplinäres Arbeiten. Wo gibt es überhaupt schon Institutionen, die es schaffen, wirklich so crossdisziplinär zu arbeiten, diese Fähigkeiten auch an die Hand zu geben, wirklich den Kontext im Blick zu haben? Siehst du da irgendwo gute Beispiele? Wenn ja, wo? Und was braucht es, um das zu schaffen? Ja, ich war eine Zeit lang ja in den Instituten auch, also Econet-Institute, das sind die, die explizit auf sozial-ökologisch gestartet sind. Ich war jetzt beim Wuppertal-Institut, aber auch das Ecologic hier oder das IEW. Es gibt ein Netzwerk, die sich zusammengetan haben, weil sie eben A, dieses Sozialwissenschaft und Naturwissenschaft zusammenbringen, in die DNA gebaut haben und sehr oft eben angewandte Forschung auch machen. Das hat, glaube ich, für alle, die das mal ausprobieren wollen, auf jeden Fall einen sehr großen Mehrwert, sich das anzuschauen, wie da auch die Konsortien gestrickt sind und welche Form der Zusammenarbeit es gibt. Reallabore ist natürlich so ein Riesenschub gewesen. Jetzt war ich gerade in Hessen und habe gehört, dass viel auch in der Wissenschaftspolitik eher wieder so ein bisschen zurückgeht. Baden-Württemberg war da sehr vorreitend, zu sagen, wir machen diese Experimentierräume, wo Wissenschaft in der Gesellschaft diese Kooperationen eben auch vorantreiben kann. Diese innovative Hochschulförderung fand ich super. Ich hoffe, die geht weiter. Weil das natürlich genau auch zeigt, dass das ein Mehrwert ist, der anerkannt wird. Also überhaupt dieses Zukunftsprogramm, wenn man das mal durchgelesen hat, die ist sehr Missionsorientierung aus dem BMBF, das ist toll. Man fragt sich, wo sind die ganzen Programme, die dem Programmatischen nachfolgen? Wie die DATI sich jetzt entwickelt, soll ja auch viel stärker die gesellschaftlichen Innovationspotenziale mit berücksichtigen. Also entstehen schon einige Sachen hier im Potsdam? Also in irgendeine Richtung, wo ich jetzt gar nicht, ich weiß aber nicht, weit ist das RIF, das hieß vorher das IASS, was ja ganz explizit dafür gegründet wurde, transdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung zu machen. Und dann gibt es natürlich das KIT, also in Karlsruhe. Es sind viele Institute, die mir jetzt als erstes einfallen, die dann eben das auch anders in ihrer DNA haben. Aber es gibt aus meiner Sicht, ich werde ab und zu eingeladen, genau zu diesen neuen Verbunden. Also Kassel hat jetzt eine Berufung mit diversen disziplinären Hintergründen gemeinsam. Ne? Also dass man auch ein Verständnis davon hat, dass Multiperspektivität für die Beantwortung dieser Themen ein unheimliches Asset ist. Also ich habe schon das Gefühl, dass da einiges passiert, aber ich habe es jetzt nicht im Detail gemappt. Also ich kann jetzt nur anekdotisch wiedergeben, was mir begegnet ist. Dafür haben wir ja auch die Community am Start. Also wenn ihr gute Beispiele kennt, schreibt sie gerne in den Chat. Ich habe schon einen Kommentar mit Link gesehen. Tobias Wolf schreibt auch, ein Ansatz, hier weiterzukommen, ist eben die transdisziplinäre Forschung. Und hier können wir viel von Higher Education Institutions im globalen Süden lernen. Also wer da gute Beispiele kennt, packt sie gerne verlinkt in den Chat. Dafür ist er da. Ich springe mal rüber in die Q&A. So, das wird jetzt kein roter Faden, aber ich versuche, so viele Kommentare wie möglich aufzunehmen. Wir springen einfach ein bisschen hin und her zwischen den Themen. Ja, ich glaube, da auch wieder ein bisschen mit dem, was wir angefangen haben. Wie schaffen wir Aufmerksamkeit für die Science-Based Tales of Tomorrow als Alternative zu den emotionsgeladenen alternativen Fakten, die beispielsweise in den sozialen Medien kursieren? Also da auch wieder ein bisschen das Handwerk. Wie muss man diese Geschichten erzählen, dass sie dagegen ankommen? Also da würde ich uns auch gerne eine Peer Group für geben, weil das ist ja etwas, wo wir selber dran arbeiten. Und wo auch mehrere angetreten sind. Also ich merke das umgekehrt, aus der Wirtschaft kommt der Bedarf, auch mit der Wissenschaft mehr zusammenzuarbeiten, um die VorreiterInnenpraxis eben, das war dieses Kodifizieren am Anfang, ne, ein Stück weit auch einzusortieren und zu gucken, gibt es da Muster und Regelmäßigkeiten, welche Prinzipien lassen sich da identifizieren. Ich finde es gut, wie wir unterschiedliche Formate haben, wie
was haben meine Kinder jetzt gesagt, plus X oder so, von den Öffentlich-Rechtlichen, erzählt jetzt wunderbar diese ganzen Klimathemen und immer mit dieser Orientierung auf, was kann ich eigentlich tun, weil das haben wir auch in den Umfragen gesehen. Wir haben mit Maria Furtwängler und ihrer Stiftung eine Befragung gemacht zu Biodiversitäts- und Klimathemen in den Öffentlich-Rechtlichen. Auch als strategische Maßnahme, weil ja der Schub so weit war, das ist alles irgendwie grün versifft inzwischen und nicht mehr unabhängig. Und die Leute wollen das gar nicht, das Erziehungsfernsehen, zu sagen, nee, wir gehen dann eben mal in die Rezipientenbefragung. Weil man schon gemerkt hat, dass sich auch so eine Hausleitung davon beeindrucken lässt. Ne? Dieses, was ist noch eine faktenbasierte oder neutrale Erzählung? Und da brauchen wir natürlich den Pushback ganz rasant, zu sagen, also ist auch kein Thema, das Thema Klima war irgendwie jetzt letzte Woche doch schon, sondern es ist eine Realitätsveränderung. Und dann kann ich die natürlich auch in jeden Film einbauen und in jede Form, wie wir am Küchentisch abends sitzen und darüber reden, wie wir mit dieser Realitätsveränderung umgehen, anstatt dass ich nur wieder den Klimakrimi irgendwann ins Nachtprogramm baue. Und da haben wir eben geguckt, was ist denn eigentlich auf der Rezipientenseite angesagt, und da war die Aussage, viele gerade Biodiversität wünschen sich das viel mehr. Über 40% haben sogar gesagt, sie wünschen sich täglich Berichterstattung dazu. Und das Wichtige war immer mit einer Handlungsorientierung. Und das können die Psychologen und SozialwissenschaftlerInnen unter uns ja auch alles erklären, weil ich natürlich sonst vor einer großen Diagnose auch schnell in die Reaktanz oder in die Ohnmacht kippe. Und das sehen wir auch als ein Phänomen. Ja, mit dem Klimadepression ist mir an vielen Unis jetzt angetragen worden, dass gerade die jüngeren Personen, die sich mit den Fakten beschäftigen, eigentlich diese Ohnmacht nicht gut kanalisiert bekommen. Und deshalb war diese Aufforderung, und im konstruktiven Journalismus ist das auch ein Trend, zu sagen, es ist nicht unkritisch oder nicht keine objektive Berichterstattung, wenn ich trotzdem immer den nächstmöglichen Schritt suche. Ich muss den nächstmöglichen Schritt ja nicht unkritisch berichten, aber ich muss nicht immer so krampfhaft an dieser Distanzorientierung festhalten, wenn das die Realitätsveränderung des 21. Jahrhunderts ist. Das heißt, nicht schönschreiben, aber zu sagen, die Orientierung immer auch ein Angebot zu machen, was sind Handlungsmöglichkeiten, hilft Personen überhaupt A, die Diagnose an sich heranzulassen und B, dann eine Selbstwirksamkeit eben zu entwickeln. Und damit kommt netterweise dann noch der Effekt rein, dass wir wieder mehr Bewegung in der Gesellschaft haben, sich auch ja, in Bewegung setzen zu wollen. Aber wie wir das bestmöglich machen und was jetzt die tollen Zukunftsformate sind, wie gesagt, würde ich gerne, dass wir da einfach uns im Austausch behalten. Ich hoffe, dass bei den Öffentlich-Rechtlichen, die hatten ja so Evaluationsprozesse, da noch mehr passiert. Ich war neulich bei Deutschlandfunk, die haben jetzt ein Open Studio, da geht es aber auch eher um Transparenz und wieder Vertrauenszurückgewinnung, dass Leute sich reinschalten können und auch fragen können und zuhören in einer Redaktionskonferenz, wie wählt ihr Themen aus, wie kommen die dahin? Und ich glaube, das ein Stück weit von der Wissenschaft auch anzubieten und zu sagen, dieses wissenschaftliche Weltaneignung ist eine super spannende Form. Sie hat unterschiedliche Brillen und sie wird aber immer dich davor ein Stück weit hüten, einfach so zu sagen, ja, finde ich heute doof, morgen vielleicht wieder gut oder nervt mich gerade. Im Moment kriege ich ganz oft die Antwort, wenn ich sage, das stimmt nicht, das ist nicht so, wie Sie es darstellen beim Lieferkettengesetz, die Effekte oder eben mit dem Verbrenner aus und so weiter. Und ich bohre immer so weiter, was ist denn jetzt eigentlich, aber das stimmt auch nicht, das stimmt auch nicht. Was ist denn das, was Sie am meisten nervt? Dann kommt sie einfach, ich habe keinen Bock. Wir haben keinen Bock, uns zu sagen zu lassen von der Politik, wie wir wirtschaften sollen. Ich habe keinen Bock, in meinem Haus was umzubauen. Ich habe keinen Bock. Das ist eine ganz typische Antwort. Und ich suche dann, das braucht man so eine gewisse persistente Freundlichkeit. Und vielleicht können wir das einfach auch mal Role Model-mäßig in so eine Gutmenschen-TV, Talkshow, ich weiß nicht, weil es sind so ganz lustige Fragerituale, bis dann irgendwann dieses Bock rausbricht und dann weißt du, es hat eigentlich mit Wissenschaft jetzt auch gerade nichts mehr zu tun und auch nicht mit Fakten, sondern es ist einfach, mir wird das zu viel oder zu doof oder das geht gegen mein Selbstbild. Ich hüpfe wieder direkt rein in den Chat. Hier war nicht eine Frage, ein Plädoyer oder eine Frage, die anschließt. Da dran ist nämlich, wir merken ja so, der faktenbasierte Dialog bringt uns nicht weiter. Ich wiedergebe es sinngemäß, brauchen wir vielleicht so einen neuen Populismus im Interesse zukünftiger Generationen? Bitte nicht. Okay, klares Statement. Und Applaus hier aus dem Raum. Ganz andere Perspektive darauf und eine andere Frage von Anja Wagner. Wie durchbrechen wir den Strukturkonservatismus des bildungspolitischen Machtkomplexes, dessen Daseinsberechtigung vom Status quo profitiert? Also es funktioniert ja immer gleich eigentlich in jeder institutionellen Verfasstheit, sich zu überlegen, wo sind denn die Besitzstandswahrungskräfte, was ist auch da der tiefer liegende Treiber oder aufrechterhaltende
vom Selbstbild hin zu Vergütungsstruktur hin zu tatsächlich Macht Moment und wie kann ich mir dann jeweils ein Stück weit lokal orientierte Strategien suchen. Also meistens hilft es, sich zusammenzutun, Banden bilden ist sehr wichtig, meistens hilft es, auf einer positiven Rahmung zu starten. Manchmal braucht es einfach diese Missionsorientierung, finde ich daher ein ganz, ganz wichtiges Denkschema, zu überlegen, wie kann man im Grunde genommen auch Räume schaffen oder Perspektiven schaffen oder Zielbeschreibungen schaffen, die aus typischen Lagerkämpfen rausführen. Also ich nehme das immer bei der Landwirtschaft, die regenerative Landwirtschaft war ein Angebot. Wie kriegt man diesen Grabenkampf zwischen der ökologischen und der konventionellen Landwirtschaft aufgebrochen, indem man sagt, hey, es geht um regenerativ. Wir sind jetzt in einer neuen Phase und wir wissen, es reicht ja nicht mal mehr zu erhalten, sondern wir müssen wieder aufbauen. Und dann suchen wir uns empirisch die Prinzipien, wie es funktioniert. Und dann können alle beitragen. Und dieses auf die Empirie runtergehen, das hat mir auch ganz viel bei Ökonomen und Ökonominnen immer die Brücke gebaut, zu sagen, lass uns doch mal gucken, wie wirklich die Instrumente gewirkt haben. Und dann können wir ja schauen, ob das jetzt die sind, mit denen wir weitergehen wollen. Also deshalb eine neue Zielbeschreibung, die ein neues Framing hat und wo klar ist, dass mehr AkteurInnen an einen Tisch müssen und dann dieses Eintreten erlauben ohne Gesichtsverlust, ist dann in dem Taktischen total wichtig. Und das ist ja auch ein Stück weit menschlich. Wenn wir diese ganzen Veränderungsprozesse immer als Abwehrkampf und Nullsummenspiel definieren, wird es schwieriger. Aber in jedem Kontext wird anders sein. Und manchmal ist es einfach ziemlich bräsig. Und da muss man vielleicht doch ein bisschen mehr in die Attacke gehen. Also, Brücken bauen, die Hürden senken, das klingt schon so, als ob das sehr hohe mediative Skills braucht, um daran zu gehen. Ja, ich glaube deshalb, dass diese ganze Kompetenzthematik wirklich unfassbar relevant ist. Ich habe das auch mir mal angeschaut in meiner Antrittsvorlesung in der Leuphana. Weil die Leuphana ist ja tatsächlich als ganze Institution von Sascha Spoon in die Richtung entwickelt worden, zu sagen, wir sind Wissenschaft in Gesellschaft. Und Nachhaltigkeit ist das übergreifende Thema. Und da hatte ich in dem Kontext eben mir die Future Skills Debatte angeschaut. Und egal, ob man beim World Economic Forum reingeht, bei den Leuten aus der Digitalisierung oder eben bei der BNE, das war so ein bisschen eben auch die Übersichtsgrafik, bei allen kommt diese Kompetenzfrage ganz stark nach vorne. Also nicht nur das, was wir wissen, sondern wie wir damit umgehen und wie wir es in die Welt bringen. Was ist unsere Akteursfrage und wie können wir AkteurInnen sein mit dem bestmöglichen Selbst oder eben für das bestmögliche Ergebnis? Und ich finde das eben auch total relevant, wenn man sich Inner Development Goals Entwicklung zum Beispiel anschaut. Das gibt es auch. Das ist so zu den Sustainable Development Goals eine große Initiative, die international stark aus Schweden und Stockholm getrieben wird. Die sagt, ohne diese innere Entwicklung von dem, wie können wir damit umgehen und das auch bewusst machen zu dürfen und nicht als Therapie, weil du sonst kollabierst, das ist einfach eine total crazy Zeit heute. Und deshalb die Zuwachsraten bei psychologischer Betreuung haben ja nicht unbedingt mit Individuen zu tun, die versagen, sondern es hat mit echt ziemlich schwierigen Rahmenbedingungen zu tun, die uns an neue Grenzen stoßen. Und ich finde, das allein zu formulieren und zu thematisieren und zu sagen, diese aktuelle Konstellation bringt uns alle an unsere Grenzen, kann vielleicht auch erstmal so ein bisschen ein kleines Ausatmen mit sich bringen und auch einen Fragen stellen dürfen mit sich bringen und dann zu sagen, ach toll, aber dann können wir uns ja auch aufschlauen und können unsere Arten und Weisen, wie wir die Dinge tun, ganz systematisch stärken. Und die Klimapsychologie geht da ja auch rein. Ne? Ist eine ganz neue, wichtige Akteursgruppe gewesen. Die Gesundheitsforschung stark Art zu zeigen, die ökologischen Veränderungen, aber eben, was ich eben kurz angedacht habe oder angerissen habe mit der Mental Wellbeing, hat viel damit zu tun, fühle ich mich in der Lage, der Situation zu begegnen. Habe ich Zugriff auf die Ressourcen? Und dann ist das nicht nur Geld und Freunde, sondern auch psychische Ressourcen oder Energie. Wie kriege ich wieder Energie, mich den Herausforderungen neu zu stellen? Und das wäre für mich ein Riesenanteil. Und da habe ich zum Beispiel mit Herrn Diewer nicht eine Zeit lang mal gearbeitet. Der hat das bei der Fachhochschule in Frankfurt sehr stark gemacht. Die haben das richtig als einen ganz eigenen Strang etabliert und haben gesagt, alle unterschiedlichen fachlichen Richtungen machen jetzt sowas wie Kompetenzschulung, Achtsamkeitsschulung. Und dann kann man das belächeln oder man kann sagen, ja danke, endlich erkennen Leute an, dass AkteurInnen eben nicht nur WissensträgerInnen sind, sondern auch Beziehungsmenschen. Und ich glaube, dass das aus meiner Sicht eine sehr wertvolle Ergänzung wäre für einen Bildungskontext. Zum Thema Future Skills passt auch die Frage von Peter. Wie können wir nachweisen, dass neue Ansätze und Transformation sich wirklich in Future Skills und Zukunftskompetenzen niederschlagen? Wie können diese Verbesserungen, in Anführungszeichen, nachgewiesen werden und für unsere Anliegen genutzt werden? Also eine Frage in Richtung Impact-Messung im Prinzip. Da bin ich jetzt nicht die Expertin drin, wie man das abbildet. Also Wirkungsforschung, People nach vorne. Ich weiß nur, dass es insgesamt schwer abzubilden ist, auch wenn man sich
jetzt bin ich ja gerade in einem philanthropischen Bereich, Wirkung, die nicht mit hier ist ein Papier entstanden und hier sind 30 Leute zusammengekommen, sondern hier ist etwas passiert, kannst du Geschlecht nachweisen. Also es ist schwierig, Verhaltensänderungen in jemandem eben zu tracken. Ich finde auch nicht, dass wir da eindringen sollten in der Form, um das zu können. Man kann es natürlich dann mittelfristig in Diskursen, das versuchen wir dann häufig, ne? Wie hat sich etwas verändert, wie die Dinge beschrieben werden? Oder schaffen wir es in Seminaren, bestimmte Trends in den Evaluationen zu merken, wie die sich drehen? Oder merken wir, dass mehr und mehr AkteurInnen in den öffentlichen Räumen eben tatsächlich abrüsten und wieder Brücken bauen. Aber wie man das am besten misst und was da in der Wirkungsforschung legitim ist und nicht, da würde ich mich lieber zurückhalten. Und uns aber umgekehrt nicht zu doll in die Beweislast drücken lassen, dass man erstmal wieder sagt, das muss man alles genau nachlesen können, bevor es investierbar ist und bevor es etwas ist, wo wir reingehen sollten. Das ist in der Bildungsdebatte ja sowieso total irre, dass sie viel die Investitionen in die Allgemeinheit in den 50er Jahren oder auch bei der Weltbank, habe ich da jetzt Reports 2019 noch gelesen, nur durch eine zukünftige Steigerung des Bruttoinlandsprodukts legitimiert wird. Ich glaube, eine Steigerung der menschlichen Gesundheit, des Wohlergehens und der Kooperationsfähigkeit und Kohäsion, sehen wir heute, ist inklusive der Fähigkeit, Fakten von Fiktion zu unterscheiden und zu merken, wo ich manipuliert werde, ist ja eine Grundlage dessen, dass wir arbeitsteilig Probleme lösen können. Deshalb weitermachen, ja, evaluieren, aber nicht in die Notwendigkeit bringen lassen, erstmal beweisen zu können in wahrscheinlich quantitativen Zahlen, bis es überhaupt investierfähig werden soll. Ich habe hier noch eine weitere Frage von einer Teilnehmenden. Zur Diskrepanz zwischen den Inhalten einerseits, zum Beispiel nachhaltigkeitsfokussierte Inhalte in der Lehre, und dann den tatsächlichen Status Quo-Erfahrungen von den Studierenden, die noch wenig Mitspracherecht haben und dann sich wieder in vielfach unsanierten, energetisch unzureichenden Gebäuden finden. Also so das, was an der Uni gelehrt wird und wie die Uni aktuell halt noch dasteht. Und jetzt wollen wir einen Zauberstab, oder? Ja, also das heißt, diesen muss man einfach aushalten, dass die Welt noch nicht so ist, wie man sie will und sich davon nicht abhalten lassen oder auch nicht die Glaubwürdigkeit in Frage gestellt sehen. Nein, also ich meine, das passt ja völlig in dieses Schema, ne? Das Alte stirbt und wir haben es nicht früh genug in eine neue, sprich sanierte Welt überführt oder sind eben nicht früh genug in die Richtung gelaufen, zu sagen, ist denn das, was wir als Routine betreiben, noch das, was wir aktuell eigentlich am besten hätten? Und auch da braucht es wieder Initiativen und die sind mühsam und deshalb auch da wieder zusammentun und auch da aber immer wieder mit dieser Purpose-Frage auch starten. Also ich finde, sobald man einmal angefangen hat, die Welt ehrlich zu sehen, das fragen ja auch immer viele, wie machst du das eigentlich immer weiterzumachen? Dann habe ich das Gefühl, der Energieaufwand wird irgendwann ja viel höher, das immer wieder zu verdrängen und in Strukturen zu bleiben, die eigentlich nicht kohärent mit den Werten und den Dingen sind, die ich überzeugt bin, in die Welt bringen zu wollen. Und vielleicht das nochmal aus der Sozialwissenschaft war für mich, als ich so gesucht habe, was sind denn eigentlich Lösungen, war diese Kohäsion-Idee halt eine total wichtige. Also mit den drei Faktoren habe ich ein Verständnis von der Situation, habe ich eine Handlungsfähigkeit und macht es Sinn. Das ist so ein Dreiklang. Und bei all den dreien können wir natürlich aus der Wissenschaft A viel beitragen, auch als AkteurInnen in unserer Suche nach Lösungen uns orientieren. Also was ist wirklich das Problem? Wo kriege ich da das bestmögliche Wissen dafür her? Was kann ich tun? Welche Rechte habe ich auch? Wo kann ich von anderen lernen, die durchaus ja auch Institutionen umstrukturiert haben? Ich habe in einem Kapitel in Wir können auch anders mir eben die skandinavischen jungen Nachwuchswissenschaftlerinnen der Nachhaltigkeitsforschung, die sich als undisciplinary dann auch genannt haben, weil sie gesagt haben, oh, für uns in den Karrierepfaden ist das total mies, weil wir halt in den Forschungsdesigns viel mehr Aufwand haben, weil du viele Perspektiven und eben nicht wissenschaftliche Personen einbindest. Das heißt, unsere Frequenz des Outputs ist eine ganz andere. Und dann sind wir in der typischen Form, wie gebenchmarkt wird, ob man nach oben kommt in der Akademie, total benachteiligt. Und gleichzeitig sagen aber alle, wir brauchen neue Antworten. Wie passt denn die Struktur und die Anreize und die auch Glorifizierung von bestimmten Leistungen mit dem zusammen, wo wir eigentlich sagen, dass es das jetzt bräuchte? Und die haben dann das richtig auch als Journal-Artikel verarbeitet und haben gesagt, die Undisciplinary brauchen eine andere Aufmerksamkeit und vor allem Schutz von den Großen, die schon Tenure haben, weil sie in Disziplinen sich schon etabliert haben und jetzt dann auch ausbrechen können. Und das merke ich schon. Also mit meinen Begegnungen mit Menschen, die, also sei es Adam Tooze oder Bernard Perkson oder so, die schon sagen, ich bin unheimlich privilegiert, weil ich die Freiheit jetzt habe, die Dinge anders zu machen. Und ich habe, oder
Thomas Beschorner, St. Gallen, andere, die wirklich sagen, ich habe jetzt so viel Peer-Review-Publishing gemacht, ich habe da keinen Bock mehr drauf, weil irgendwie die Innovationsfähigkeit, wenn ich alle 2 Monate was raushauen soll, ist nicht besonders groß. Ich verweigere mich dem jetzt ein Stück weit. Und da kann man ja auch Allianzen bauen zwischen denen, die noch wirklich in der Nachwuchsschleife sind und sich beweisen müssen unter den bisherigen Benchmarks, mit denjenigen, die da schon durch sind und sicher sind, die dann ein Stück weit aber natürlich auch diesen Generationenvertrag eingehen sollten. Und manchmal sind es einfach, wie bei vielen Nachhaltigkeitsthemen in Unternehmen auch, es ist die Führung. Also ich finde die ASU, Arizona State University, im Moment total großartig. Sind auch viele Kolleginnen von der Leuphana mit verbunden oder sogar hingegangen. Der Präsident ist hingegangen und hat gesagt, so, wir werden jetzt die Innovationsuni. Und wenn man denen im Fahrstuhl begegnet, dann fragt er sich, what's your impact of your research? Und wenn irgendwer mit dem Age-Scholar oder irgendwas oder Age-Wert ankommt, dann sagt er, nee, I want to know what you've done to change society. What's the impact of your research? Einfach mal umdefiniert. Und das sind natürlich einfach mutige VorreiterInnen, aber auf die kann man eben auch referenzieren, wenn man in der Argumentation ein Stück weit vorausgehen will. Du hast angefangen im Statement mit, das Verdrängen braucht auch unglaublich viel Energie, ist nicht zu tun, macht das Leben effizienter und effektiver, sozusagen in meinen Worten. Da passt ein Kommentar zu, ich finde den gerade nicht mehr, aber ich meine ihn vorhin gesehen zu haben, da war die Frage, wie schafft man es bei so düsteren Aussichten? Du hattest vorhin ja auch die Kurve mit den noch realistischen Prognosen versus den wünschbaren Zukünften, da wirklich positive Narrative zu entwickeln. Also ich umformuliert wahrscheinlich, wie viele positive Narrative sind noch drin? Ja, ich finde es wichtig, sich zu überlegen, auf welcher Ebene erzähle ich was. Ne, weil ich kann natürlich auf der globalen Modellierungsebene die Fakten anschauen, das finde ich auch zunehmend schwierig. Und dann wissen wir ja aber, dass sich komplexe Systeme nicht nur in eine Richtung, sondern auch in eine andere bewegen können. Und das ist mir immer so ganz, ganz, ganz wichtig mitzunehmen. Es gibt ja nicht einen Schalter, dann ist an, aus, sondern es gibt graduelle Veränderungen und Trendveränderungen. Und es gibt aber eben auch eine Trendabkehr, dass wir wieder zurückdrehen können und oder eben auf einer nächsten Ebene stabilisieren können. Und das heißt, die Frage von dem, was wir auf der kleineren Ebene einbringen, jeden Tag, hat ja in der Summe dann etwas mit den größeren Trends durchaus zu tun. Und da ist die Frage nach Resilienz natürlich eine ganz wichtige, aber die gute Nachricht ist ja gerade bei den ökologischen Themen, dass viele von den Dingen, die uns in den Klimawandel anpassen lassen, durchaus, wenn wir es schlau machen, auch eine klimamitigierende Funktion haben. Das ist das, was ich mit dem Multisolving vorhin meinte. Und je mehr wir von diesen lokalen Beispielen, das sind diese Pioniere unten, die in den Nischen was ausprobieren, haben, wenn wieder eine nächste Krise kommt, umso wahrscheinlicher ist es ja, dass das programmatisch normalisiert werden kann. Das heißt, wenn wir es gar nicht ausprobieren, wenn wir jetzt aufhören, immer wieder zu sagen, hey, das ist der nächstmögliche Schritt oder das wäre eine richtig super Lösung, wie kann die dann skalieren? Das ist ja noch nicht mal da. Und das ist für mich immer wieder der Moment, wo ich sage, ich bin genau einmal da. Ich habe das Privileg, sehen und gucken zu dürfen und beschreiben zu dürfen und dann eben auch viel mit den Menschen im Austausch zu sein, die das umgekehrt umsetzen, weil diese E-Mails kriege ich ja. Und das würde ich uns auch nochmal ermutigen, wenn ich mich da positioniere und sage, nee, mir ist das wichtig, dass wir das ja Bestmögliche versuchen, dann melden sich andere, die bestmöglich im Kopf haben oder tun, aber den Eindruck in ihrem Kontext dürfen sie nicht, weil das eben nicht Thema ist. Und so kann ich dann anfangen, Banden zu bilden und sich gegenseitig auch wieder Energie zuzuspielen. Dann sind solche Events wie heute total wichtig, dass wir uns wieder auftanken und dann wieder in die Strukturen gehen, wo es eben vielleicht noch nicht so weit gedacht ist. Und dieses Hin und Zurück, wo sind meine Energiequellen, ist Teil von diesem Selbstmanagement. Aber echt nicht ins Boxhorn jagen lassen. Also die Umfragen von Maren Common hast du erwähnt, andere von Sinus. Die Überzeugung von 83% der Personen in Europa, dass wir ein neues Wirtschaftssystem brauchen, ist da. Das Vertrauen da rein, ob wir es schaffen, ist das, wo wir im Moment dran hadern. Das ist eine wunderbare Vorlage für vermutlich schon die letzte Frage, weil wir haben nur noch 2 Minuten. Die war nämlich, hat die Frage nach Transformationskompetenz nicht auch viel mit Demokratisierungsprozessen und dem Schaffen von Vertrauen zu tun, Einfluss auf die Zukunft oder politische Entscheidungen nehmen zu können? Wunderbare Frage, gerade jetzt auch mit den Europawahlen. Absolut. Also ich finde, jetzt halb bin ich zu Plato zurückgegangen, weil der natürlich unfassbar frauenfeindlich war. Und ich frage mich auch immer, warum muss ich denn eine ganze Figur, wenn ich ein Gedankenkonzept von dem schlau finde, darf ich das nicht mehr benennen, nur weil er an anderen Sachen Mist erzählt hat? Da kann ich mir auch nochmal, würde ich gerne mit den progressiven Vordenkerinnen nochmal drüber nachdenken. Wie können wir schlaue Gedanken von Personen entkoppeln, die auch Scheiße gebaut haben? Also da... Was er immer gesagt hat, ist dieses, eine Demokratie kann nur dann funktionieren, wenn die Elite sich die Mühe macht, den Bildungsstand von den Demos auf ein Niveau zu heben, was den Herausforderungen entspricht. Und wenn sie da versagt,
dann kann eine Demokratie auch nicht langfristig funktionieren, dann kippt sie schnell in eine Tyrannei. Er war ein bisschen pessimistisch, wie lange der demokratische Zustand anhält. Aber ich finde, das ist ja unheimlich zentral zu der Frage. Also wenn ich bestimmtes Wissen habe, wenn ich bestimmte Reflexionsfähigkeiten habe, wenn ich bestimmte Kompetenzen vermittelt bekommen habe, fühle ich mich ja auch anders in der Lage, mit Dingen umzugehen oder eben Angebote zu machen. Wenn ich das nie vermittelt bekommen habe, dann ist es natürlich schwer, das bei mir abrufen zu wollen. Und deshalb, ja, finde ich auch, es gibt gerade nichts Wichtigeres, als zu gucken, wie können wir das Vertrauen aufbauen, indem diese Zugänge zu solchen Schulungen ermöglicht werden, aber indem diejenigen, die sie bekommen haben, sich alle Mühe geben, genau diese Themen auch mitzusetzen und nicht in die Schuldsuche reinzugehen und nicht zu sagen, meine Zahl ist geiler als deine, sondern wirklich immer und immer wieder zu versuchen, durch die Darlegung dessen, wie bestimmte Zahlen und Erzählungen entstanden sind, das so weit zu erden, so weit zu erklären, so weit wieder runterzuholen, dass zumindest das Vertrauen in die Evidenz gesichert werden kann. Und dann kann ich natürlich auch fragen, das nehme ich zunehmend, selbst wenn das wieder als politisch ausgelegt wird, an die politischen Entscheidungsträgerinnen rantreten, Thema Populismus, die anfangen, wirklich die Fakten zu biegen bis zum Brechen und zu sagen, das kann nicht eure Rolle sein. Es gibt ein Amtseid und das ist was Demokratiesicherndes und der Amtseid heißt nach bestem Wissen und Gewissen und Gerechtigkeit für jede Person gleich zu bewerten. Und da braucht es vielleicht dann eben an der Grenze des Politischen auch mal Statements von denjenigen, die sagen, kommen ja auch zum Glück, Demokratie kann nur unter den Bedingungen entstehen oder eben aus der Wissenschaft heraus zu sagen, wenn ihr anfangt, so populistisch Mist zu erzählen, dann ist das genau das Playbook, was wir in den USA gesehen haben, was wir in anderen Staaten gesehen haben. Und Hannah Arendt hat es auf den Punkt gebracht, der Totalitarismus funktioniert nicht am besten dann, wenn die Subjekte alle Nazis werden und eine bestimmte Doktrin folgen, weil dann werden sie vielleicht auch selbst zu offensiv, sondern die besten Subjekte für den Totalitarismus sind diejenigen, die nicht mehr zwischen Fakten und Fiktion unterscheiden können, weil sie dann manipulierbar werden. Und da bin ich im Moment zumindest in einem sehr offensiven Austausch mit den Personen, die Amtsträgerinnen sind und die sich als demokratische Volksparteien verstehen. Und das kann man freundlich machen, aber ich finde eine gewisse Bestimmtheit gerade mit der Haltung und mit dem Ethos, wie übe ich ein Amt aus, wie wir es heute für die Wissenschaft diskutiert haben, gehört auch bei denjenigen, die sich als Volksvertreterin haben wählen lassen. Also wer Wissensträgerin ist, hat die Verantwortung, dieses Wissen auch tatsächlich einzubringen, an Mann oder Frau zu bringen, sich einzumischen. Es braucht Skills dafür, habe ich mitgenommen. Da braucht es vielleicht auch noch neue Lehrangebote, neue Seminare oder Kurse, um wirklich das dann so zu schaffen, wie du es machst, wirklich Populismus im Moment begegnen zu können, wenn er zum Beispiel neben dir im Panel sitzt oder so. Das braucht er durchaus auch wirklich. Das ist ein hohes Level an Fertigkeiten, die man dafür braucht. Und es gilt auch immer die Aufmerksamkeit, die man hat, in konkrete Aktionen, Handlungsfelder zu kanalisieren, wenn man dann die Aufmerksamkeit. Das waren so drei Punkte, die ich mitgenommen habe. Aus einer wunderbaren, vollen Stunde mit dir. Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast, hier bei uns im University Future Festival. Applaus